Hallo, herzlich willkommen bei Katrin von Stempelzone. Ich wünsche dir ganz tolle Weihnachten und ich zeige dir heute, was ich mir im Sale bei Stamping abgekauft habe. Bleib dran! Heute am 24. hat der Briefträger mir noch ein kleines Päckchen hochgebracht, der Arme, dass er jetzt auch schon Päckchen schleppen muss. Er sagte, es ist wohl so. Ich habe ihm auf jeden Fall auch frohe Weihnachten gewünscht und freue mich aber riesig, dass das noch vor den Feiertagen angekommen ist. Denn gerade in dieser ruhigen Zeit haben wir auch wieder Zeit zum Basteln. Und ich habe mir diese bunten Doilies hier bestellt. Farbenfrohe Zierdeckchen nennt sich das. Die waren reduziert auf 2,20 € und ja, da kann ich nicht nein sagen. Die Vorderseite haben wir hier in, steht das hier drauf? Leider nicht, ne? Könnte das Gartengrün sein? Eher Olivgrün, glaube ich. Die Rückseite ist immer weiß, finde ich sehr, sehr praktisch. Hier haben wir, ja, leider kenne ich mich mit den Farben auswendig so gut noch nicht aus. Das muss ich alles nachschauen. Aber ein ganz tolles, ja, hellblau. Und dann nochmal, würde ich sagen, Flamingo-Rot. Sieht zumindest so aus. Und ein Orange. Richtig toll. Ich stehe ja total auf so Doilies, so Zierdeckchen sind immer was für mich. Dann dachte ich mir, ich habe noch kein einziges Band von Stamping Up, also nehme ich aus der Ausverkaufsecke auch noch Bänder für mich mit. Ich stelle mal eben den Karton weg. Da habe ich mir erstmal so All-Time-Favorites mitgenommen und zwar gab es dort einmal dieses goldene Band hier. Das ist ja wie so eine Kordel, so eine Zweierreihe. Könnt ihr das gut erkennen? Das schimmert und glänzt jetzt so. So geht's, glaube ich, genau. Da sind halt immer. Steht das jetzt hier drauf? Also da sind eigentlich genau 9 Meter drauf. Deswegen veranstalte ich in meiner Facebook-Gruppe Stempelzone auch immer Bänder-Shares, also so, dass wir uns das teilen können. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und das gleiche hier auch nochmal in Schwarz. Finde ich super toll, diese Bänder. Die waren auch nicht teuer. Irgendwas mit 3 €, meine ich. Und hier noch ein Band. Auch für 3,90 € in dieser tollen Farbe. Ich glaube, das ist. Die Farbe steht hier leider nicht, ne? Oder? Meeresgrün da. Eine ganz, ganz tolle Farbe. Und da ist auch richtig, richtig viel drauf. Das sind die Bänder, die ich bestellt habe. Dann konnte ich nicht mehr abwarten. Das war nicht in der Ausverkaufsecke, aber das ist ein Prägefolter, den brauche ich unbedingt, weil ich immer auf der Suche nach Wellpapier bin und es nicht finde. Habe ich mir jetzt diese Prägeform hier bestellt, um mein eigenes Wellpapier zu machen. Ist das nicht cool? Und die kostet 12 €. Dann gab es in der Ausverkaufsecke ein tolles Mini-Stanzen-Set und zwar dieses hier: Fledermaus, Eiskristall, Blatt und Herz. Das musste unbedingt mit und ich habe mir auch direkt das Stempelset dazu geholt. Diese kleinen Grüße hier, die gehen halt immer. Leise rieselt der Schnee, finde ich ganz, ganz süß. Und genau, das durfte dann auch noch mit. Die Stanzen haben nur noch 22 € irgendwas gekostet. Und auf diese Handstanze konnte ich auch nicht mehr länger warten. Die war auch nicht im Ausverkauf, aber ich brauche unbedingt die Handstanze Zierzweig. Es ging nicht anders. Ich brauche sie. Ich mag total gerne Blumenkarten basteln.
Und deswegen musste auch diese hier mit. Ein kleiner und feiner Haul, würde ich sagen. Ich hoffe, auch das hat euch gefallen. Lasst gerne ein Däumchen hier und schaltet auch gerne wieder zu meinem nächsten Video ein. Bis dahin, ciao!